halt mal oder so. Ist egal. Da kommt noch ein Dynamit rein. Ja, dann mach das. Das muss reichen. Da ist noch so ein Morgenstern. Den möchte ich halt unbedingt haben. Ich pfeife auf euch. So, ich muss jetzt irgendwas wegschmeißen. Warte. Nein, nicht das. Nein, nicht das. Wo ist der Morgenstern hin? Ich hab ihn. Du hast ihn geklaut. Gib mir sofort den Morgenstern. Ja, dann komm hier hoch und hab einen Platz frei, wenn ich ihn finde. Ich hab einen frei. Da hier. So, jetzt kannst du dich hier nach links durchsprengen. Oh, gut. Nur von wo mache ich das jetzt so am klügsten? Ja, da, da wo du warst. Auf der Höhe. Noch eine Stufe runter. Und dann einfach nach links durch, quasi. Ah, der liegt sogar perfekt schön. Ja. Hallo. Wie geht es? Bekommen wir gleich zwei Meteoriten oder was? Ne, wahrscheinlich kommt jetzt gleich nochmal der Eater of Worlds. Und natürlich reicht es nicht. Verflucht! Das macht aber nichts. Ich habe noch 9. Nur diesmal werde ich mich absichern. So. Wir haben 34 Shadow Scale. Ich glaube, wir können jetzt dann so langsam was mit dem Dämonenerz anfangen. Wir haben 34? 34 Shadow Scales hab ich. Weiß nicht, ob du auch welche aufgesammelt hast. 30 mit dir zusammen. Was war drin? Wahrscheinlich noch so ein. Nein, das ist Mana-Regenerationsband, glaube ich, ist das. Warte. Ich schmeiß mal irgendwas weg. Das hier zum Beispiel. Ja, das ist ein Mana-Regenerationsband. Nice. Nice. Kein Regenerationsband halt, hier, Increase Band. Ich hab keine Ahnung, wie ich es jetzt sagen soll. Ja, erhöhen quasi. Ja. Vermehren. Ja, was mir gerade einfällt, ich warp mich jetzt zurück, würde ich dir auch empfehlen. Vielleicht noch das. Ja, stimmt. Weil wir brauchen das Dynamit nicht mehr. Können wir uns jetzt eine Pike bauen. Bum, 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 bum. Ich packe aber erstmal ein bisschen Zeug weg. Ja, so. Ich hab dir die Shadow Scales nach links geworfen. Ja, die liegen auf dem Tisch, sehe ich gut. Siehst du, die liegen schon auf der Bench. Ja. Schon alles für dich vorbereitet. Das ist wohl die längste Aufnahmesession, die wir hatten bisher. Ja, sowieso, wir spielen jetzt quasi fast den ganzen Tag schon. Oder ja, praktisch den ganzen Tag. Du wirst inzwischen auch nicht mehr ab. Ja, weil du nicht mehr aufnimmst. Ja, ist doch viel besser so. Ich bin fast sowieso die ganze Zeit mit dir zusammen. Ja, das stimmt. So, dann sollen da auch noch zwei Leute aufnehmen. Ja, ich weiß, wäre wahrscheinlich interessant, wenn man es von mir aus sieht. Hm? Was machst du eigentlich die ganze Zeit? Oh, übrigens, wo tun wir dieses Dynamit hin? Hier links oben, oder? Ja. Gut, ich habe noch 8 oder so. Ich habe schon wieder 8. Nee, du bist 1 zu hoch. Dynamit war unten drunter, oder? Oder sind da Bomben drin, wo du bist? Nein, aber ich habe da auch alle rausgenommen vorher. Achso. Verdammt, warte. Ich komme mit dem neuen Truhen-System überhaupt nicht klar. Ich auch noch nicht. Das alte war besser. Ey, der Merchant versucht die Shadow Scales zu klauen. Ah! Schaust du dir an? Du siehst es von da oben nicht. Doch, ich sehe es. Echt? Ja. Man sieht dich von da oben sicher nicht. Bin ich mir fast absolut sicher. Jetzt habe ich 120 Mana. Mana ist toll. So, hier tue ich jetzt 18 Bomben rein. Nein. Dynamit tue ich hier nur rein. Weißt du, was das Gute ist? Obwohl, nein, eigentlich ist gar nichts gut dran, verdammt. Ach ja, du bist ja noch die Eisen-Gold-Dinge da. Danke. Haben wir eigentlich Gold? Nein, natürlich nicht. Verdammt. Ich hab Angst, da zu nah ranzukommen. Verdammt. Ach, auch egal.
sie halt einfach wieder hier hin. Na, wirf sie ins Gesicht. Hin? Da. Gut. Den Morgenstern lege ich mal auch weg, weil mir bringt er nicht wirklich viel. Wieso nicht? Der ist doch cool. Der bringt mir aber trotzdem nichts, weil er mir nichts bringt. Ich kann auch nicht weiterbauen, also. Da. Auf jeden Fall weiß ich, dass es noch eine bessere Version gibt, aber... Ha, wie cool. Kann der hinter mir herziehen? Wenn du gedrückt hast, oder was? Ja. Oh. Hä? Was passiert? Ich habe mich nach Hause teleportiert. Ja, das ist mir auch mal passiert. Obwohl ich zu Hause war. Gravitation, hilf mir. Gravitation hat dir geholfen. Nein, die Gravitation hasst mich. Ich würde sagen, wir könnten jetzt sogar vielleicht mal versuchen, also nicht in die Hölle zu gehen, aber dieses Dungeon, diesen Typen da fertig zu machen. Das können wir gerne machen, wenn ich hier mal klarkomme. Das ist wahrscheinlich auch noch ein bisschen zu stark. Nee, ich glaube nicht. Also wir rocken, glaube ich, gerade ganz schön. Also wir haben ja schon mal voll live und Rüstung fehlt uns auch nicht mehr viel. Also ich muss jetzt halt nur mal dazu kommen, das ganze Zeug zu verwursten hier. So. So. Hast du jetzt einfach das schwarze Auge daher? Die schwarze Linse. Ich weiß es nicht. Kann ich dir leider nicht sagen. Das muss doch auch irgendwo stehen. Ja, ich kann es nachgucken, wenn du das willst. Na, gerade nicht. Irgendwann mal bei der nächsten Aufnahmepause. Ich habe keine Ahnung, wie lange das ist, ob der Sound vielleicht ein bisschen asynchron sein könnte. Und die Leute meinen das. Normalerweise bricht er nicht ab, aber er macht ja immer Pause. Achso, ja, stimmt. Ja, keine Asynchronität. Jetzt mach mir diese Axt. Die mag ich nämlich haben. Ich habe nämlich immer noch nur Silber. Was jetzt, Axt oder Pickaxe. Verdammt. Pickaxe. Hast du. Oh, ich dachte, ich hätte die jetzt verkauft. Da, jetzt können wir auch noch Höllenstein kaputt machen. Ja. Das ist weg in der Hölle. Richtig. Um. 65% ist doch schon mal viel besser als 45. Ich will irgendwas mit diesem Ebenstone bauen. Ja, das können wir doch auch später machen. Braucht man jetzt eigentlich die normale Axt noch für irgendwas? Ich will ja eh keine Sau mehr Holz fällen. Ja, ab und zu mal braucht man schon mal Holz noch, oder? Andere Werkzeuge und so, vielleicht noch mal bauen oder so. Ach, wenn schon Shadows gehen. Also wir? Ach nein, das ist ja die neue Welt, verdammt. Da haben wir eigentlich noch gar nicht gebuddelt. Wir sind eigentlich nur durch die Hülle gerauscht. Stimmt, wir haben ja hier die Fort noch gar nicht gefunden, oder? Wir haben hier noch gar nichts gefunden. Flucht, du hast mir Leder zugeworfen. Oh, gib mal bitte wieder her. Ich hab dir diese Dinger, Wurmdinger zugeworfen, die mag ich aber nicht wieder. Okay. Mann! Mach den doch mal kaputt.
Ja, wollte ich ja, aber dann habe ich vergessen, dass ich den Spiegel da hatte. Ach Mann, ey, das kratzt mich gerade an. Mich da. Auch. So. Wie viel Rotten Chunk brauchst du für Dings? Für das Futter? 15 oder so, ne? Mein Altar. 15, oder? Ja. Wieso? Weil ich mir eigentlich was bauen wollte. Aus dem ganzen Rotten Chunk, den du hast, außer 15 oder was? Richtig. Weil dann habe ich hier immer noch 25. Oha, cool. Zwei Dirt. Gut, da habe ich habe jetzt genug von diesem scheiß Fischding. Flucht. Nein! Auf abzuhauen! Ich will diese Fischbowle. Ich dachte, du hättest mir das schon gegeben. Das sieht irgendwie total stylisch aus. Warte. Wo kann man Rüstung und so ein Zeug hinwerfen? Hier. Die, aber die ist voll. Da musst du mal den Dirt rausnehmen. Ja, das wäre vielleicht ganz klug. Oh nein, das passt auch so. Es sieht irgendwie gerade total cool aus mit dem Zylinder. Das stimmt. Mushroom. Ah, da fällt mir auf, ich hab noch was. Was ich unbedingt noch an dich geben muss. Ach, du kamst auch schon hier unten. Oh, danke. Du siehst auch lustig aus. Ist das für ein Hemd? Ist das Standardhemd, oder? Nee, das ist das Archäologenhemd. Ach, das ist cool. Wo hast du das denn her? Das habe ich mir gerade gebaut. Wie kann man sich das bauen? Aus Leder? Ja. Da gibt's auch noch einen Archäologen. Hä? Es gibt auch noch Archäologenhose, ja. Es gibt ein Skelett, das hat einen Archäologenhut. Das sieht so aus wie Indiana Jones. Ja. Wie viel kostet es? 15. Leder. Mhm. Und wie viel kostet ein Leder? 5 Rotten Chunk. Gut, dann sehen wir uns bald wieder. Ja, ich will aber auch nur eine Hose. Ja, ich komme mit genug Rotten Chunk für alles Mögliche wieder zurück. Erwarte mich nicht vor in 3 Sonnenaufgang. Jahren. Erwarte mich nicht vor Sonnenaufgang. Nein, so sieht es zwar schon lustig aus, aber... Rechts kommt die Corruption eigentlich recht früh. Ich frag mich, warum ich nicht dahin gegangen bin. Weil wir jetzt die Peak Angst haben. Kommst du her teleportiert? Und dann gehen wir zusammen los. Zum Corruption? Ja, nach rechts, genau. Bin schon da. Aus dem Weg, Merchant. Wir brauchen mehr suspicious looking eyes. Ich sollte eigentlich diese Jacke haben, ich bin eindeutig besser im Klettern. Nicht wahr? Wo gehst du jetzt hin? Ich warte darauf, dass Eater of Souls auftaucht. Oder ich könnte auch nach unten gehen, da wo du gerade bist. Ja, und da wo 10.000 Eater gerade sind. Mhm. Ich sollte mir wirklich diesen Minenhelm kaufen. Ja, mach das doch. Ja, ich vergesse das immer wieder. Du kannst doch jetzt relativ schnell zurückgehen. Du, wie viel kostet der? 8? Ja, 8 Gold oder so. Ja. Mir fällt gerade auf, dass ich auch gerade viel zu viel Geld mit mir rumschleppe eigentlich. Ja, wir haben jetzt noch genau 30 oder so in der Truhe.
Nein, 20. Wo ist eigentlich das ganze Geld? Geld hingegangen? Hm? Was für ein ganzes Geld? Es waren doch 30 da drin. Ne, du hast doch... Ach ja, stimmt ja, ich habe ja die ganzen Dynamitstangen gekauft. Das Dumme ist halt nur, er gibt nur 1 auf Verteidigung. Ach egal. Ja, das ist Reis, aber das ist halt, der Effekt macht es aber eigentlich ziemlich fett. So. Willst du das nicht dem... Doch, kaufen? Das wollte ich gerade andrehen, aber ich vergesse immer, dass ich nicht gleichzeitig den... Hast du es ihm verkauft? Ja, ich habe es ihm verkauft. Gut, wie viel hat es gebracht? 50 Silber. Okay, das passt. Ausgewichen wie ein Profi. Ich habe keine Ahnung, wie ich es geschafft habe. Bin wahrscheinlich unter ihm drunter durchgeflogen oder so. Wir müssen uns echt mal drum kümmern. Autsch. Hier die Dungeon wieder zu finden. Das Dungeon springt man einfach die ganze Zeit nach rechts, das passt schon. Komm mit, Watson. Nein. Du siehst mir zu ähnlich. Ich frag was anderes. Ich hatte schon andere Hosen als du. Und ja. Du hast dieselben an wie ich. Nein, habe ich nicht. Natürlich hast du dieselben an. Das ist ein anderes Hemd. Oder? Oder was für Hosen hast du an? Was hast du für Hosen? Ich hab Shadow Greaves. Okay, vergiss es. Mhm. Gut, ich kann schwimmen. Und du hast einen Haken. Ach verdammt, jetzt ist es auch egal. Ich will einmal durch eine Wüste kommen, ohne dass ich getroffen werde. Lernen fliegen. Gib mir Flügel. Wir könnten uns jetzt eigentlich durch diese ganze Corruption-Scheiße hier durchbuddeln. Direkt auf dich drauf, ist ja Hammer. Ein einziges Fleckchen normale Erde und da wächst ein normaler Pilz drauf. Im ganzen Corruption-Gebiet. Irgendwie stolz auf den Pilz. Obwohl, hier haben wir das Dungeon ja noch nicht gefunden, das ist die Sache. What? Hm? Ich finde das hier sehr interessant. Ja, da ist das nur wieder. Da rechts ist ein. Das ist ein was? Ein Stern. Ein Stern. Du gehst oben lang. Okay, vergiss es. Ich gehe auch oben lang. Warum? Durchzubuddeln dauert zu lange. Ja, wir sehen uns echt zu ähnlich. Also ich habe jetzt auch gerade gedacht, ich stände links. Gut, ich nehme das Indiana Jones Outfit. Und ich so. Warum nicht? Ich bin besser in links. Plattformen. Ja, du hast auch trotzdem die ganze Zeit die coolen Sachen. Was krieg ich dann dafür? Was hast du denn? Ja, eben, warum bleibt mir nicht mal das Indian... Da ist noch ein Meteorit. Ah ja, stimmt, der ist auch irgendwo mal hier runtergefallen. Im ja, Wasser! Auf den habe ich jetzt aber keinen Bock. Gerade eben auch wegen dem Wasser. Der verschwindet aber auch nicht, oder? Nö. Gut. Na, wir können uns von links und rechts hinbuddeln. Das ist ja nicht dieses Problem. Alter Sterneklauer. Schau mal, ist da unten eigentlich irgendwas? Nö. Ein Sternmorder. Das sind ganz viele Steine. Sternen. Mit R. Aber Steine sind da auch viele. Das
zieh dich, Zombie. Das ist nicht verstehen. Willst du was Cooles benutzen, aber du benutzt ja nur die ganzen Standard-Dinger. Deswegen will ich ja wenigstens cool aussehen. Du hast schon deine Zauberei jetzt. Ich hab halt meinen coolen Bogen und so. Lass mir mein Archäologen-Outfit. Na gut, dann hole ich mir, keine Ahnung, das Klempner-Outfit oder sowas. Ne, oder haben wir schon... Ein Meteorit, noch ein Meteorit ist gelandet. Oh, seltsam sieht es hier denn aus, bitteschön. Kannst du mir mal kurz meine Frage beantworten? Haben wir schon Dschungel hier gefunden? Nein. Der müsste jetzt gleich kommen. Oder jetzt kommt der Strand. Weil links waren wir noch nicht allzu weit. Verfluchtes Auge. Weil dann krieg ich das Link-Outfit. Du kriegst das Archäologen-Outfit. Okay. Wie du meinst. Du kriegst das Archäologen-Outfit, aber dann, wenn wir die Hose noch haben. Stört es nur, dass du weißt, dass es ein Link-Outfit gibt. Das ist mir nämlich entfallen. Hä? Das ist mir nämlich entfallen. Weil du haust hier die ganze Zeit mit deinem Schwert rum. Ich bin hier eher dieser... diesem Ding hier. Ja, ich hab auch eine Rüstung an, die meinen Melee-Speed erhöht. Ja. Das macht dieses Link-Teil zwar nicht, aber sieht sicher genau gut aus. Ach, warum muss das gerade hier so sein? So, wieder an dem Untoten vorbei. Hier sind so viele Sterne, das ist... Ich sollte mir vielleicht wirklich das Mario-Outfit machen. Meinst du, wirst du durch die Sterne auch unbesiegbar? Ja, unbesiegbar, genau. Und rennst schneller und so ein Scheiß. Ist es gar kein LP Together mehr. Dann laufe ich nur noch rum und töte Viecher ohne... Du rufst nur noch Bosse und rennst nur noch bis dann... Ja, genau. Bis dann in der Hölle heimisch. Diesmal ist es ja gar nicht blau. Nein, diesmal ist es grün. Grün wie Link. Willst du nochmal nach unten gehen und versuchen? Nee, komm, lass ihn rufen. Weißt du, ich würde gehen. Schade, dass wir hier kein Bett haben. Hätten Bett mit sollen. Ja. Es sei denn, wir können uns eins bauen. Aber ich habe keinen Kopf. Nee, Da brauchen wir jetzt. Da brauchen wir jetzt so viel. Nein, geht halt ewig rum. Ja, beschweren mal, ich schau mal, ob ich das kriege. Müssen wir erst die Hände kaputt machen, oder? Ahnung, ich hau auf jeden Fall erstmal die Hände platt. Obwohl, die Hände hauen mich eher platt. Ich mache einen Schaden, das ist nicht lustig. Vor allem, nicht, dass ich so seltsam. Na, ich mache einfach den Kopf kaputt und schau, wie es da damit läuft.